Formnext 2023. Wir schauen uns die abgefahrensten Technologien und Maschinen an. Kann man sowas wirklich 3D drucken? Hey Leute, heute gibt es mal eine andere Art von Video. Wir schauen uns gemeinsam die interessantesten Stände auf der Formnext an, sowie alle Neuerungen, die es dieses Jahr gibt. Schau mal, wen ich alles vor die Kamera bekomme für ein Interview. Also los geht's. Ich hatte das Glück, hier zwei nette Leute von Bambulab ranzubekommen. Ihr habt den Markt, der ist ziemlich überrannt. Ich habe selber jeden davon, bis auf den X1E. Der kam jetzt neu raus. Wird es denn nur für Geschäftskunden geben oder wird es denn auch für Privatkunden geben? Okay, das ist difficult. grundsätzlich nein, aber es wird nur über Händlernetzwerk geben. Okay. Quasi, es ist gedacht für Geschäftskunden. Dementsprechend wird auch der Support so ausgelegt sein über das Händlernetzwerk. Ja. Und deswegen ist er auch bei uns auf der Webseite nicht angeboten. Der Unterschied vom X1E zum X1C ist ja die Bauraumheizung. Die Bauraumheizung, die Filteranlage, die Düse ist überarbeitet für mehr für 320 Grad statt 300 Grad. Connectivity. Und der LAN-Anschluss mit Killswitch, dass man halt quasi abschalten kann. Wird es so eine Art Bauraumheizung auch irgendwann in einem X1C2 geben oder X2C oder wird es da was geben? Schwer zu sagen. Mit Sicherheit wird es in Erwägung gezogen werden vom R&D-Team, aber aktuell ist nichts geplant und nichts offiziell, was man sagen könnte. Okay. Auch kein Upgrade für den X1C, was auch öfters gefragt wird quasi. Ja, habe ich auch schon oft in den Kommentaren gelesen, ob das möglich ist. Ist aktuell noch nichts bekannt. Jetzt vor kurzem kam ja der A1 Mini raus, der absolut genial ist. Den habe ich selber in der ersten Vorbestellerphase bekommen. Gerade selber seit 2-3 Wochen daheim. Habe auch schon Livestream zugemacht. Da kamen sehr, sehr viele Fragen. Die Leute sind sehr begeistert. Vor allem von der Qualität zu dem Preis im Vergleich zu eurem wahrscheinlich größten Konkurrent Prusa. Wird es in Zukunft mehrere offene Drucker geben oder bleibt ihr da beim geschlossenen System? Ich sag mal, grundsätzlich ist der A1 ja so ein bisschen ein Einsteigergerät und sollte ein bisschen die Angst auch nehmen. Was auch mega gelungen ist. Ja, mit Sicherheit. Die Angst halt auch nehmen von diesem geschlossenen Gerät einfach. Es ist einfach dran zu arbeiten, man muss nicht irgendwie die Paneele abschrauben, dass man was dran machen kann. Und aktuell sehe ich da nicht so den Sinn drin, aber wie gesagt, möglich ist alles. Ob es da nochmal einen mit einem größeren Bauraum gibt, kann schon sein. Es ist aktuell nichts Offizielles. Man kann ja aktuell 4 AMS-Drucker anschließen, mit 16 Farben insgesamt, was genial ist bei einem Single-Extruder, sage ich jetzt mal. Ne? Habt ihr da in die Richtung IDEX was geplant? Wahrscheinlich nicht, weil es wird... Aktuell auch nichts. Also das sind aktuell so das Line-Up, das wir haben, sind wir sehr zufrieden mit. Was natürlich sehr geil ist. Arbeiten wir an neuen Produkten, aber da ist nichts irgendwie in greifbarer Nähe, was man jetzt wirklich... Kann man sich dann nächstes Jahr auf was freuen? Ich will es nicht ausschließen. Okay, das ist sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe schon sehr, sehr viel Geld bei euch gelassen. Aber danke. Die Geräte. Vielen Dank. Die Geräte sind auch einfach geil und das kann ich auch so der Community entnehmen. Unter meinen Videos zu den Bamboo Labs waren sehr, sehr viele davon begeistert. Es haben sich auch sehr, sehr viele gemeldet, die gesagt haben, ey, wegen deinem Video habe ich den gekauft, weil er einfach brutal geil ist für den Preis. Er ist ja etwas höherpreisig, aber ich sag, für den Preis ist die Preis-Leistung wiederum brutal gut. Also er ist quasi günstig für das, was man bekommt. Ne? Was sehr, sehr viel gefragt wird aus der Community oder erwünscht ist, ist ein größerer 3D-Drucker mit größerem Bauraum. Another one. Ja, natürlich sehen wir ja genauso. Natürlich wollen wir auch. Wir sind alles User von den Druckern. Ja. Ich glaube, jeder, der für Bambulab arbeitet, benutzt die Drucker jeden Tag. Ja. Und ja, wollen wir auch, aber aktuell ist nichts. There are so many challenges in making a printer just bigger. It is just not increasing only the volume, but we have to think about the speed, which needs to be close to the perfect settings, the rod resonance, because if the printer goes bigger, it should not be that the quality goes down, because we found a way to bring mehr Schwingungen dann im Gerät. There will be resonance, there will be a lot more movement, which might have a negative effect on the print quality, and that is top priority. Yeah. So for us it was a surprise that it was a
a mini printer coming yeah. when we were all expecting the big viele, one. Viele haben gedacht, ein größerer kommt. Yeah, and so did we. But yeah, I think it is one of the most awesome yeah. printers now. Yeah. But yeah. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil der doch so klein war. Aber ich muss sagen, ich druck fast nur noch mit dem. Außer jetzt technischere Filamente, die halt einen Bauraum brauchen oder so. Weil man kann fast alles auf diesem kleinen Druckvolumen drucken, weil selten hat man jetzt mal wirklich große Drucke. Und dafür ist er brutal schnell, extrem leise, was mich wirklich überrascht hat. Er ist brutal leise. Und mit dem AMS in Kombo für 490 Euro aktuell, besser geht's nicht. Also da habt ihr alles richtig gemacht. Ne? Das mit den RFID-Chips, das seid ihr als einzige Firma, die das machen. Ja. Ja. Kann man das auch irgendwann von anderen Firmen erwarten, dass da Kompatibilität da sein wird? Oder? I think it will be difficult to say what would be possible in the future. Yeah. We made it for our filaments because at this moment we know what our filaments do. Yes. So we can optimize the print quality when using our filaments and the RFID helps in that. Aber ist natürlich für Einsteiger perfekt, weil man kann einfach die Rolle draufschmeißen. Start und dann macht das Ding alles selber, weil er alle Daten selber kennt. Das ist ja das komplette Konzept, das A1 im Endeffekt. Ja, das ja. soll möglichst einfach gehalten sein, dass eigentlich jeder mit dem 3D-Druck anfangen kann. Und das ist ja das ganze Konzept außenrum, auch mit Maker World. Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ein bisschen technischer ist. Auf wie viele Stunden legt ihr so einen Drucker aus, bevor der quasi mechanisch verschleißt? Testet ihr das oder also ihr werdet es testen? Mit Sicherheit, ich kann nicht sagen, dass ich schon mal einen Drucker gesehen hätte, der irgendwie mechanisch so verschlissen war, dass er nichts mehr funktioniert. Und wir haben wirklich Nutzer dabei, da laufen die Drucker 24/7 ohne Probleme. Also solange man ein bisschen Wartung und Reinigung da reinsteckt. Sagt einem der Drucker ja auch selbst, wann man Wartung zu tun hat. Genau, dann sehe ich da eigentlich keine große Geschichte, dass da was nicht mehr funktionieren soll. Klar, Extruder wird irgendwann mal irgendwie abgenutzt sein, aber normalerweise die Carbonstäbe sind ziemlich verschleißfrei, wenn man die regelmäßig reinigt, sollte es da nie zu Problemen kommen. Ja, das kann ich auch bestätigen. Also mein X1 hat mittlerweile knapp über 1000 Stunden, zweimal Wartung durchgeführt oder dreimal ganz normal gereinigt und Druckqualität wie am ersten Tag. Ja, kommt ja auch ein bisschen drauf an, was für Materialien man druckt. Also mit ABS zum Beispiel würde ich öfter reinigen einfach. Ja, wegen den Dämpfen. Genau, und man sieht es dann auch immer, dass es sich ablagert. Ja, am Glas habe ich das auch schon gesehen. Genau. Und ansonsten, wenn der Drucker sagt reinigen, ist es eine gute Idee, das zu machen. Spätestens dann, gell? Genau. Ne, dann bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank. Kein Problem. Für das kleine Interview. Ja. Danke. Ciao. Ihr habt eine extrem geile Technik, muss ich wirklich sagen. Am besten ist, du erklärst mal kurz, wer ihr seid und was eure Technik ist, beziehungsweise was euch ausmacht im Gegensatz zu anderen 3D-Druckherstellern. Okay. Also, ich arbeite für die Firma Alphagam. Mein Name ist Norbert Boldholm, Vertriebsleiter in dem Umfeld. Wir haben hier eine Technik unter vielen verschiedenen, was die Firma Alphagam am Markt anbietet. Hier speziell haben wir die sogenannte Polyjet-Technologie, die farbige Bauteile drucken kann und farbig auch mit unterschiedlichen Materialeigenschaften. Heißt, vom Prinzip her funktioniert es, wie schon ähnlich erklärt, wie ein Tintenstrahldrucker. Und anstelle ein Blatt Papier haben wir nur eine weitere Achse drin, das ist die Höhenachse. Ja. Und so können wir dreidimensionale, bunte Bauteile aufbauen. Bunt auf der einen Seite, genauso wie mit unterschiedlichen dementsprechenden Materialeigenschaften versehen. Ähnlich wie man das hier sieht, ist ein bisschen elastisch, Elastomer, um die Haptik von solchen Bauteilen oder Modellen besser darstellen zu können. Das heißt, ihr könnt auch mehrere Härtegrade in einem Bauteil vereinen? Richtig, man spricht dann im technischen Umfeld von Schorhärten. Das heißt, wir können die Schorhärten im Bauteil beliebig einstellen und auch nur zusätzlich beliebige Farben draufsetzen. Was ich mega geil finde, ist hier, den habt ihr komplett eingescannt bzw. fotografiert und am Stück in einem mit Farbe gedruckt. Genau. Also das Ding kam so aus dem 3D-Drucker raus. Mit auf Stützgeometrien, die halt noch weggewaschen wurden. Aber man sieht ja hier diese Beweglichkeit. Ja. Hier wurde unterschiedliche Materialeigenschaften ins Bauteil gegeben. Der das Modell. Detailgrad ist brutal. Du hast gesagt, ihr druckt auf Pixelebene. Ja. Wie fein ist das genau?
Also wie kann man sich das jetzt, wenn man, keine Ahnung davon hat, sich das am besten vorstellen? Man könnte es vergleichen wie wiederum mit einem Tintenstrahldrucker, der eine gewisse Auflösung hat. Ja. Je hochqualitativer diese Tintenstrahldrucker werden, desto höhere Auflösung haben die. Nein. Und die Pixel gibt ja an, pro Quadratzentimeter, wie viele kleine Pixelpunkte beschreiben diesen Ausschnitt. Und da sind halt wir in einem Bereich, wo man sagt, wir können über 500 Millionen Farben in einem Job darstellen. Das ist abartig viel. Ja, vor allem wenn es. Ich habe das so noch nie gesehen. Dreidimensional, man muss sich ja immer vorstellen, wir reden von dreidimensionalen Modellen. Nicht nur ein Blatt Papier und schaut schön aus, sondern dreidimensionale Modelle. Ein schönes Beispiel ist das Schwarze da im Hintergrund. Was man sich immer schwer vorstellen kann, dass man innen und außen mit einer extrem hohen Auflösung Modelle erstellen kann. Die Oberfläche hier ist in dem Fall natürlich poliert, aber im Innenbereich ist es exakt diese Auflösung. Das heißt, ihr tragt es schichtweise auf und dann wird es gehärtet. Genau, schichtweise. Also schichtweise auftragen wie ein Tintenstrahldrucker, haben ein Fotopolymer im Einsatz und die Schicht wird danach mit einer UV-Lampe, bei den neuen Anlagen alle LED-Lampen ausgehärtet. Das habe ich gesehen, der eine Drucker, der ist ganz interessant, der dreht sich nämlich innen drin. Das habe ich so auch noch nie gesehen, wenn sich das Bauteil die ganze Zeit dreht und schichtweise aufbaut. Ist natürlich mathematisch gesehen eine Herausforderung von der Software, vom Slicer, weil Sie kennen ja die Thematik Umfangsgeschwindigkeit auf einem Drehtisch. Ja. Das heißt, am Punkt 0 in der Mitte, im Zentrum haben wir 0 Umfangsgeschwindigkeit und die maximale ist außen. Ja. Softwaretechnisch ist das eine Herausforderung, hat aber den Vorteil, wenn man es geknackt hat, dass man die Geschwindigkeit mitnehmen kann, weil ein Drehteller ist immer schneller als wir XY-Einheiten. Ja. Jetzt haben wir gerade eben noch über dieses Herz hier gesprochen. Das habt ihr aus echten CT-Daten gemacht, von einem echten Menschen. Ja. Das finde ich als Anekdote, einer unserer Geschäftsführer hatte immer einen Herzinfarkt und da war der auch im CT. Ja. Und das haben wir mitbekommen und wir haben dann auch dem seine CT-Daten vom Herz aufbereitet und auch dem sein Herz haben wir aufgedruckt. Ja. Was ich auch ganz cool finde, ist hier dieser Stoff. Stoffdruck, beidseitig andere Logos zeigt. Ja. Das heißt, man kann auch einfach Stoffe auf die, ich nenne es jetzt mal Druckplatte legen. Genau, richtig. Und einfach darauf drucken. Man ist in der Lage, mit der Software die Z-Höhe zu verstellen, weil der Stoff hat ja gewisse Höhe. Ja. Das heißt, ich muss wissen, wie hoch der Stoff oder wie dick das der Stoff ist. Dann gebe ich diesen Differenzwert in der Software ein, kann es hoch und dann kann ich nicht nur auf Stoff drucken. Wir haben auf Glas, auf Holz oder auf ebenen Flaschen, weil die einzige Prämisse was ist, der Stoff muss eben in der, also eben flach liegen, dass ich drucken kann. Ja, natürlich. Flasche wie hier könnte man nicht drucken, wäre aber die Flasche wie eine viereckige Whiskyflasche, was wir gedruckt haben, dann kann man auf die Seitenflächen drauf drucken. Ja, cool. Das muss nicht so flach sein, das kann auch dementsprechend so hoch auch sein. Jetzt habe ich eben noch dieses Bauteil in der Hand gehabt, wo ich erst gedacht habe, das wäre ein ganz normales Spritzgussbauteil, was man so überall kennt. Ne? Ja. Bis du mir erklärt hast, dass das auch gedruckt wurde. Ja. Aus einem Stück. Richtig. Und die Oberfläche ist in dem abartig Fall, glatt, poliert. In dem Fall poliert, ja. Aber auch die nicht polierte Seite sieht sehr, sehr gut aus. Die ist original von der Oberfläche, da ist nichts manipuliert, das spiegelt die Qualität. Auch von dieser Facettierung wieder, die wo wichtig ist für das Strahlverhalten von dem Gehäuse. Ich denk, man kann anhand der Beispiele hier sich ausmalen, was alles möglich ist. Ja. Vertreten seid ihr in welchen Bereichen? Überall. Von Medizintechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau. Es gibt keine Branche, wo wir keine Kunden haben. Aber es ist dann aufgrund dieser unendlichen Möglichkeiten, was man alles drucken kann, extrem. Also mir fällt keine Branche ein, Luft- und Raumfahrt. Ich finde es mega cool, mega cool. Ich habe das noch nie so gesehen, deswegen ich bin total begeistert. Und die beste Figur, die steht natürlich dann noch da hinten, wo wir noch ein Foto machen. Die schauen wir uns gleich noch an. Das ist für mich meine Lieblingsfigur. Schauen wir uns gleich noch an. Weil da kommt innen und außen im Verhältnis zu dem, das ist ja nur dreidimensional und Außenhaut, aber da kann man in die Person reinschauen. Gut. Vielen Dank fürs Interview. Gerne. Ist nah genug dran? So? Ja, das passt schon. Alles klar, super. Also wir stehen hier bei Recyclingfabrik. Am besten du stellst dich mal kurz vor. Ja, hi, ich bin Rudi, einer der Mitgründer von der Recyclingfabrik. Zusammen mit Jörn und Jonas haben wir vor 2,5 Jahren gegründet, um
ja, den 3D-Druck nachhaltiger zu machen und den Müll, den wir erzeugen mit Fehldrucken, Stützstrukturen und so weiter, eben nicht mehr der Verbrennung zuzuführen, sondern zu neuem Filament zu recyceln. Der ein oder andere hat das bestimmt schon auf YouTube Shorts oder so, Reels, TikTok gesehen. Jetzt habe ich eine ganz interessante Frage und zwar, wie funktioniert der Prozess? Ihr kriegt es, ihr schreddert es, das kenne ich. Und was passiert danach? Ja, also normalerweise kommt so ein Paket bei uns an und in der Regel sagt uns derjenige, der das uns schickt, schon, was da drin ist. Mhm. Weil man selbst sammelt es ja. Jeder, der einen Drucker hat, kennt das vielleicht, wandert in irgendeine Box. Und dann wird es bei uns einmal gescannt, ob da irgendwelche Fremdkörper drin sind, wie Metall. Wir hatten schon mal eine Schere, einen Pizzaschneider, eine Grillzange. Also da kann alles Mögliche drin sein. Habt ihr da ein spezielles Gerät dafür zum Scannen? Das sind verschiedene Prozessschritte einfach nacheinander. Das würde jetzt ein bisschen ausarten, glaube ich. Ja, genau, dann wird das farblich sortiert. Mhm. Je nachdem, wie wir uns unsere Farbskala aufteilen. Mhm. Und danach wird es zerkleinert in zwei verschiedenen Stufen, damit wir das dann ideal weiterverarbeiten können, nochmal gereinigt, damit wir dann auch letzte Fremdkörper rausbekommen und dann eingeschmolzen und zu Pellets verarbeitet. Man sieht das hier auch ganz schön. Wir haben hier so eine Eimer. Da ist so Granulat drin. Ich weiß nicht, das ist relativ dunkel, ob man das erkennt. Und zwar ist das Granulat, was wir dann herstellen. Okay. Und das Granulat können wir dann weiterverwenden, um da Filament draus zu fertigen. Das, ja, quasi, wo man dann keinen Unterschied merkt, ob das jetzt recycelt ist oder nicht. Das Granulat sieht aus wie abgeschnittenes Filament. Also ihr lasst es dann durch eine Düse laufen und zerkleinert das wieder? Oder? Ja, das ist quasi auch so eine Maschine wie so ein Extruder mit halt ganz vielen Düsen. Okay. Also der hat nicht nur einen Strang, wie so ein Filamentextruder, sondern ich weiß nicht, ob der 9 oder 12 hat, der hat jedenfalls eine Menge. Okay, und dann wird das zerkleinert und so könnt ihr dann auch wiederum gucken, welche Farben ihr habt. Genau, also dann haben wir ja die Grundbestandteile der Farben und daraus mischen wir dann unsere Farben zusammen. Aber ihr seid ja, also so stelle ich mir das vor, wenn du jetzt da ganz viel Lila hast, ne, an 3D-Drucken, dann schreddert ihr die, dann kriegt ihr diese Pellets raus, aber dann ist ja ein Lila nicht gleich Lila. Genau, das, das ist ein sehr guter Punkt. Wie haltet ihr diese Farbtreue dann nämlich, gleich? Wir haben relativ große Chargen von 400 bis 500 Kilogramm und in dieser Charge ist die Farbe dann natürlich gleich. Okay. Wenn wir dann die nächste Charge haben, die ist immer schon fertig, bevor die vorherige aufgebraucht ist, kontrollieren wir, ob der Farbton eingehalten wird. Und deswegen sehen wir ja in diesen Eimern immer so eine Farbmischung, die sich auch verändern kann. Das ist jetzt die aktuelle Mischung. Wenn jetzt die nächste Charge dran ist, kann es sein, keine Ahnung, das Grün ist ein bisschen kräftiger oder das Gelb ist ein bisschen heller, dass wir dann noch was anderes dazu mischen müssen oder den Grünanteil erhöhen, um dann den Farbton wieder zu reproduzieren. Ihr mischt dann ausschließlich recyceltes Filament mit dazu oder auch neue Farbbatches? Genau, wir mischen ausschließlich recyceltes Filament zusammen. Okay. Bei der Farbe hier ist es zum Beispiel ein bisschen... Solange, bis ihr dann quasi euren Farbcode habt... Genau, bei der Farbe hier ist es ein bisschen einfacher, das ist nur grün und weiß. Ja. Wenn es grün dunkler wird, wird der Weißanteil höher. Ne, wenn es grün heller wird, wird der... Wenn der Grünanteil heller wird, dann wird der Weißanteil niedriger. Ja. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn man bei euch jetzt... Ich weiß nicht, wie heißt die Farbe hier? Die Farbe heißt frische Wiese. Wenn man jetzt frische Wiese bestellt, dass man auch immer frische Wiese bekommt? Also genau den gleichen Farbton? Ja. Aber das kann sich in Nuancen unterscheiden. Das ist klar. Aber das ist selbst bei neuen Filamenten genau. So. Also das sind ja chargenweise auch teilweise minimal anders. Diese Eimer habt ihr für euch, dass ihr da das Granulat drin habt? Die gibt es auf Printables, heißt Drippy Bucket, glaube ich. Den Deckel haben wir allerdings modifiziert, dass wir eine Scheibe einsetzen konnten, damit das Granulat hier nicht rumfliegt. Ja, klar. Weil ansonsten war ziemlich schnell klar, dass wir die Hälfte nach dem ersten Tag hier verteilt haben. Und wenn ihr jetzt so eine Charge macht, dann müsst ihr auch jedes Mal, wenn ihr jetzt mehr Grün oder dunkleres Grün habt, ne, wie du sagst, die Werte anpassen, ne, mehr Weiß, mehr Grün dazugeben, dann habt ihr auch etliches wieder, was ihr erstmal testen müsst, oder? Das geht relativ schnell. Also so eine Testcharge auch bei der Entwicklung von neuen Farben sind 10 Kilo. Okay. Genau, und das ist sehr schnell durch. Ja. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt mein Filament zu euch bringen will? Ja. Was muss ich machen? Also du kannst über unsere Website, da bekommst du erstmal alle Informationen, die du brauchst, nämlich wie das genau funktioniert, was für ein Paket du brauchst, wie viel Gewicht. Mhm. Aktuell sind das 2 Kilogramm gesammeltes Material plus leere Spulen aus Kunststoff.
Die verwenden wir nämlich wieder, ja, und wickeln da dann das recycelte Filament drauf. Und aktuell ist es so, dass die Leute, die schon mal bei uns gekauft haben, auch ein Versandlabel bekommen. Das heißt, wir zahlen die Versandkosten. Okay. Du packst das Ganze dann nur in irgendeinen alten Karton. Das kann der alte Staubsauger sein, irgendein alter Drucker. Wenn du sagst, du hast viele Drucker, ne, dann hast du auch viele Kartons von Druckern. Dann machst du die einfach voll. Pakethöchstgewichtsgrenze sind 31 Kilo. Mhm. Also es kann auch ordentlich schwer sein. Ja. Und genau, klebst dann das Label drauf und bringst es zu DHL. DHL bringt es dann zu uns. Sobald es bei uns ist, sagen wir immer, innerhalb von einer Woche bekommst du deine Punkte. Und wir haben nämlich so ein Punktesystem, wo du für den Müll, den du uns schickst, wiederum neues Filament kaufen kannst. Genau, Punkte bekommst, wie bei DM oder Payback. Und dann kannst du die als Rabatt in unserem Onlineshop einlösen. Wie funktioniert das? Müsst ihr euch auf die Community verlassen, die euch das Filament schickt, dass das sortenrein sortiert ist? Also dass PLA von PETG getrennt ist, weil das kann man ja schwer trennen. Ja, man kann das schon relativ gut trennen, ja? Zum Beispiel mit Nahinfrarotspektroskopie, okay, weil die einzelnen Kunststoffe unterschiedliche Spektren des Infrarotlichts absorbieren. Okay. Genau. Und dadurch lässt sich insbesondere PLA und PETG als auch ABS gut trennen. Okay. Interessant, wusste ich auch nicht. Und was kostet bei euch dann so ein Kilo, wenn ich jetzt euch 30 Kilo geschickt habe? Oh, ich bin im Kopfrechnen super schlecht. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie viele Punkte das sind. Ja. Da bräuchte ich jetzt einen Punkterechner, den gibt es auch auf der Website. Ja. Aber ich kann dir sagen, ein Kilo PLA ohne Punkte kostet 20 Euro. Also normal. Genau. Wenn du allerdings, wir haben noch so eine Bundles, sprich zwei Rollen zum Beispiel Schwarz-Weiß-Bundle, dann kostet es nur 38 Euro, sprich da bist du dann ein bisschen günstiger pro Kilo. Günstiger. Wir haben auch noch einen Dreier-Bundle, Vierer-Bundle, da gibt es verschiedenste Bundles, sprich du kannst da auch nochmal ein bisschen Geld sparen, plus dann die 25% durch die Punkte, die du hast. Ja, geil, cool. Genau. Und wenn du richtig absahnen willst, dann guckst du ab und zu mal bei uns online, weil da gibt es auch so Mystery-Boxen. Ja. Das ist B-Ware, wo der Durchmesser zum Beispiel nicht innerhalb der 0,05 Millimeter liegt oder wo die Wicklung nicht ganz ordentlich ist oder sowas. Die gibt es dann günstiger. Die gibt es dann günstiger für 42 Euro 4 Kilo. Okay. Also da ist man dann bei 10,50 Euro. Das ist schon ein ziemlich guter Preis. Ja, auf jeden Fall. Nee, sehr cool. Vielen Dank. Ich denke, die Community freut sich. Super. Und ich kann dir nur empfehlen, probier es gerne mal aus. Ich schicke euch. Ja, gerne. Danke. Wir stehen ja hier vom neuen Snapmaker Artisan. Was sind die Neuerungen im Gegensatz zum 350 oder 250? Eigentlich nur die Baugröße. Ja. 40x40, nicht 350x350. Die ganzen Linearmodule sind ein bisschen größer ausgelegt, als sie beim 2.0 waren. Ist auch nicht die neue Maschine, sondern es ist die Upgraded-Maschine, also Einsteigermodell der 2.0 und für die Fortgeschrittenen der Artisan. Wir haben eben ja kurz schon gesprochen bezüglich der Module. Die können wir hin und her tauschen, hast du gesagt. Ja. Das heißt, Snapmaker baut alle Module so, dass man quasi modular zwischen den Geräten, wenn man jetzt mehrere Geräte hat, wir kommen gleich noch zu einer Neuerung, die es noch nicht gibt, untereinander tauschen kann. Ja. So, dass man einfach flexibel ist. Genau, dass man seinen Bedürfnissen entsprechend die Module wählen kann, die für denjenigen die meisten Sinn ergeben. Das heißt, man kann auch jederzeit einfach ein Modul dazu kaufen und wieder anders benutzen. Genau. Auf dem Artisan kann man ja genauso wie auf dem 350 2.0 fräsen, drucken und lasern. Richtig. Mit allen Modulen, die es gibt. Mit allen Modulen, die es gibt und die es geben wird. Die es geben wird, dazu kommen wir jetzt noch. Ja. Was für Module gibt es denn oder wird es in Zukunft noch geben? Also jetzt momentan haben wir ja 1 und 6 Watt, 10, 20, 40. Ja. Und es wird Anfang nächsten Jahres, wahrscheinlich im Februar, ein 2 Watt Infrarotmodul geben, also 1064 Nanometer, mit dem man dann auch Metall gravieren kann, ohne irgendwelche Hilfsmittel, direkt. Es wird ein größeres Rotary-Modul geben, also mit einer größeren Klaue. Ja. Das sind jetzt erstmal die schon bekannt gegeben sind, dass die geben wird. Es wird noch andere Sachen geben, aber
da steht doch in den Sternen, was war dann genau und wann war das genau. Okay, also man kann sich auf jeden Fall auf Neuerungen gefasst machen. Auf jeden Fall. Wird es auch noch neue Geräte geben, gerade im Bereich speziell? Momentan absehbar. Wir kommen ja gleich noch zu dem anderen Gerät. Ja. Das gibt es schon. Neuere Geräte sind jetzt momentan nicht in der Mache. Okay, dann gehen wir mal rum zum neuen Gerät. Gehen wir mal rum. Stehen wir hier vor einem neuen Gerät. Jawohl. Ein Nicht-3D-Drucker. Nein. Was kann das? Also das ist jetzt der Ray, eine reine Lasermaschine, die mit den beiden neuen Modulen, den 20 und dem 40 Watt Lasermodul entwickelt worden ist. Okay. Kann von Ziel her genau dasselbe wie der Artisan oder der 2.0 mit dem 40 Watt Modul, hat aber eine ganz andere Buildplate. Das heißt, das Lasern ist momentan so ein To-Go-Ding. Viele wollen eben nur lasern. Mhm. Und da ist die Maschine mit einer größeren Arbeitsfläche natürlich wesentlich interessanter für einige Leute. Und es ist für die Leute, die upgraden wollen, die sagen, okay, ich habe einen Artisan, ich habe einen 2.0, habe schon ein großes Lasermodul, ich brauche aber mehr Arbeitsraum. Ja. Dann brauchen sie sich nur das Gehäuse zu kaufen. Den gibt es also als ohne Laserkopf auch zu kaufen. Okay. So dass einer, der schon Module hat, also in dem Fall ja nur die 20 und 40, ja, und das neue 2 Watt Lasermodul für Infrarot, was noch kommen wird, die kann er auf beiden Maschinen nutzen. Und er braucht sich eben keine zwei Module zu kaufen, zweimal 40 Watt zum Beispiel, sondern er kann sagen, ich kaufe mir nur das Gehäuse und nutze das Laserpool in der oder der Maschine. Und wenn man jetzt den so kaufen will, wie wird da angeboten? Gibt es den mit dem 20 Watt Modul? Den gibt es blank 20 Watt, 40 Watt. Kann man sich aussuchen? Kann man sich aussuchen, okay, ja. Also blank kostet er um die 1000 Euro ohne Enclosure und mit Enclosure kostet er um 1200 und die Lasermodule, je nachdem was für eine Größe. Und wenn es dann das 2 Watt gibt, wird es dann auch eine Version geben, wo man eben das 2 Watt wählt. Ne? Die Umhausung, ich sehe, die hat auch eine Entlüftung. Ja. Da ist dann auch Schlauch mit dabei, dass man die Dämpfe genau, nach außen leiten kann. Genau, so ein Faltschlauch mit dabei. Okay. Ne? Der Lüfter ist eingebaut. Ne? Okay. Ja. Und es gibt noch den Air Purifier dazu, dass wenn man im Gebäude hat und keine Möglichkeit hat, ihn nach außen zu leiten, aktiv dass man dann eben das filtert und mit dem Kohlefilter, okay, dass es theoretisch auch in einem Wohnraum betrieben werden könnte. Obwohl, okay, bei einem 40 Watt, wenn du da hier 20 Millimeter schneidest, ne, in der Stärke, ne, da entsteht schon ordentlich Rauch. Ja, das kann ich mir da würde ich dann doch irgendwo das in der Werkstatt machen oder eben nach außen auch kleiden. Alles klar. Vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss. I also tested the Bambulab X1C. Yes. X1C, yes. Yes. And the P1P and the KD X Plus. Okay. I also tested. What are the difference from this printer to the other printers? Because I don't have the choice to test this until now. Okay. Well, I can say that most right now, you know, in the market, that you know, most of the our users, they loved our K1 Max very much. Yeah. Well, I can say that of course, you know, Bambulab also they're using this K1 series. Yeah. Sorry, Clipper system. Yeah. Yeah. So the speeds are almost the same. Yes. But for us, I think the difference between us and the other brand of Bambulab, it is we are more the open source one. Yeah. Because we believe that, you know, the beauty of 3D printing, it should be like about sharing the joys and also the open source let people to do some DIY, etc. So our K1 firmware, we will already open, and then also K1 Max and later also will be opened. So, okay. And also that if you consider about the product itself, so you can see the outlook that the product, it is quite sexy, quite good looking. Yeah. And also that, you know, we can deliver very fast speed, but also the stable printing quality. Yeah. So a lot of like printing firm already using this really? K1 Max. Really? So also that besides that, people also thinking this is very good. Also the price, it is very, very, you know, affordable. Yes. If you're considering the product you can get, the quality, yes, etc. I saw the K1 Max around 1,000 euros. Less, about K1 Max about like 899
$5, something like that. Yeah. Okay. So nice. Yeah, and so also about the build volume for K1 Max, it is very nice. Yes. You can, you know, can do up to like a 300, you know, and you know, mm. Yeah. Is there in future? Is there anything planned about one bigger or one smaller printer, or are there any plans? Yes, this is a very good. Very good question, because we have a lot of our users. Yeah. They are really expecting even for bigger build volume. Yes. Rather than this, you know, bigger than the K1 Max. So we are considering this one to add on our roadmap. So maybe in next year that we are able to, you know, to meet the requests of our users. Yeah. Yes. Bigger value. Yeah. Bigger volume. Yeah. Okay. Yeah. Maybe I have the chance in the future to test something like the K1 Max, comparison between the K1 Max and the Bamboo Lab X1C and the Kidi X Max 3, or just so many numbers. Yeah. We will see. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you much. Thank you. Am Stand von Brusa gab es neben einer lebensgroßen Statue von K2SO einiges Gutes zu entdecken. Ich konnte mir den Brusa XL mit seinen 5 Extrudern genauer anschauen, die Druckqualität passt, jedoch lässt die Druckgeschwindigkeit hier etwas zu wünschen übrig. Das, was ihr hier seht, sind Echtzeitaufnahmen des Druckers. Etwas schneller war der MK4, der hier mit der MMU, dem Multi-Material Upgrade von Brusa, 5 Farben gleichzeitig aufs Druckbett bringt. Wohingegen nur einfarbig die Delta-Drucker von Brusa gedruckt haben. Diese sehen immer sehr futuristisch und sehr, sehr interessant aus, wie ich finde. Noch viel interessanter war allerdings die automatische Brusa-Farm. Eine riesige Anlage, in der mehrere Drucker vollautomatisch drucken und mit neuen Druckbetten versorgt werden. So, das war's von der Formnex. Ich hoffe, ihr konntet einiges Cooles mitnehmen, so wie ich auch. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.